Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ja, ich habe mich heute für diesen Kran hier entschieden, weil ich ihn vielleicht heute mal konvertieren kann oder zumindest hier an Glurak drankomme, je nachdem, ob er halt hier weiter nach rechts rutscht. Und der Anfang wird wie immer wohl sein, dass ich hier mir Lamus greife, damit halt die Magier alle gelockert werden. Und dass wir dann, ja, dass ich vielleicht ein bisschen mit links und rechts Bewegung arbeiten kann, sofern die Wippe auch nach rechts sich bewegt, statt nach links, gell? Müssen wir mal gucken. So, greift die auch. Nicht so weit wegrutschen. Zumindest ist alles gelockert, aber es hängt momentan alles rechts. Na komm. Ah, Glurak liegt ganz schlecht da hinten. Na, okay, hat sich wieder bewegt. Okay, alles klar. Der hat ja eben nur in der Lücke gehangen. Gut, dann werde ich mal ein bisschen mit links und rechts Bewegung arbeiten. Und gucken, wie weit sich Glurak da rechts wegbewegt, weil so, glaube ich, kann ich ihn nicht richtig greifen. Er wird da, selbst wenn ich hier in die Lücke reinkomme, nach unten gedrückt. Und dann gucken wir mal, dass hier zumindest Pins hier runterfällt. Also, bis gleich. So, Leute, geht doch. Am Ende hat Glurak sogar noch von alleine gewackelt und dabei ist dann Pins hier runtergefallen. Und ihr seht halt jetzt selbst schon, ich kann hier dann wohl kaum jetzt groß noch links und rechts bewegen und machen. Deswegen werde ich dann gucken, dass ich jetzt hier Glurak greife und hoffentlich auch kriege. Ich darf hier nicht hängen bleiben, das ist mir beim letzten Mal passiert. Und dann muss man natürlich auch gucken, ob er ihn auch festhält. Vielleicht kommt er ja so unten rein, dass ich jetzt so reingreife und hier in die Ecke. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es klappt. So, das war ein bisschen zu früh losgelassen. Und aber den festhält ist natürlich so eine Sache. Der rutscht doch ab, oder? Ja. Ah, aber vielleicht so, wie er jetzt liegt. Oh, ist immer so eine Sache für sich, gell. Aber gut, wie gesagt, der Kran ist an sich auch nicht wirklich schwer, wie man sich das mal so generell anschaut. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, ja, wobei eigentlich nicht. Das war eigentlich ganz okay, dass hier Glurak hier am Rand lag, weil dann konnte nämlich Pinsel locker runterrutschen. Aber bei solchen Fehlgriffen denkt man sich natürlich auch wieder, ich hätte mir jetzt auch vielleicht sogar Bisaflor greifen können, dass Bisaflor zumindest mal weg ist und dass man dann mit dem dritten Griff nochmal Glurak greift. Aber Glurak ist ja im Endeffekt dann glaube ich auch die schwierigere Marke, weil bei Bisaflor kann man ja vielleicht wohl eher besser in die Blume reingreifen. Aber dann gehen wir mal zum Training. Hier ist euer Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, Bobby, Hammer, Bombe. Na gut, wie gesagt, nicht drüber nachdenken, einfach werfen. Man sieht schon, ist eh egal, gell. Wenn man sich auch immer wünschen würde, dass halt hier die Marken sich gleich lockern würden, gell, aber ist es halt. Na, irgendwie, keine Ahnung. Ich werf einfach. Ich denke immer kurz drüber nach, ich werf einfach. Ihr wisst ja, Bombenkräne sind eh vollkommen wurscht. Na komm, fall auch ein bisschen was runter jetzt hier. Ja gut, es kommt natürlich auch darauf an, wie die Bombe fallen gelassen wird, aber ihr seht halt auch selbst, nicht wirklich viel Angriffsfläche. Ja. Na geil halt, ja, aber gut. Dafür geht halt da, ja, gehen die Bombentrainings relativ schnell durch, gell? Aber das ist natürlich immer so eine Sache für sich. Oh, ich krieg sogar einen blauen Bonus. Ich habe zwei Runden jetzt, okay, alles klar. Da könnte ich vielleicht, wenn ich jetzt wirklich Glück habe, dass ich Glurak bekomme, dann könnte ich am Ende noch Bisaflor greifen. Das wäre natürlich ganz schön. Dann lass ich mal durch, Bobby, hier. Go, go, go. Come on. Yay. So, dann gucken wir mal, dass er ihn wenigstens auch festhält. Vielleicht hält er ihn zumindest so weit fest, dass er vielleicht hier runterfällt und dass wir ihn dann trotzdem bekommen. Aber ja, wenn er halt wieder nach links fällt, dann war es das natürlich direkt wieder. Na, sollte vom verpassen. Sofern er das auch festhält. Das kommt immer extra zu, gell? Na, halt ihn fest. Okay, den dürft man haben. Alles klar. Ich wollte sagen, den dürft mir haben. Gut, dann machen wir nochmal links und rechts Bewegungen. Also bis gleich. So, Leute, ja, geht doch. Also es hat jetzt etwa eine halbe Stunde gedauert. Aber ich muss halt auch dazu sagen, hier, also Glurak ist auf jeden Fall sehr schnell gefallen, bei Bisaflor hat es gedauert. Ich wollte natürlich Bisaflor greifen. Aber da ich gesehen habe, ja, nach dem dritten Griff ist er hier, ja, ist er, ich meine, warum erkläre ich mal alles, was man sieht, gell? Glurak ist ja dann hier abgeprallt und ich hatte Angst, wenn ich halt hier dann Bisaflor greife, dass dasselbe passieren wird. Deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe jetzt hier noch eine halbe Stunde investiert. Ihr wisst ja, dass bei diesen
Pippen die Marken ein bisschen leichter rutschen, als wenn die auf dem Boden liegen würden. Und hat sich dann schon gelohnt. Und dann gucke ich mal, was ich mit, ja, mit der letzten Runde noch mache. Ich habe zwar nichts, wo ich glaube ich spielen kann, aber ich gucke trotzdem mal. So Leute, da ich sonst nichts habe, mache ich einfach mal einen Testgriff. Und ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier die linke Marke jetzt zuerst greife. Ich glaube zwar nicht, dass sie festhalten wird, aber damit man mal gesehen hat, ob sich es lohnt, die hier zuerst zu greifen. Oder ob man hier vielleicht so reingreifen sollte, dass man hier die Tipp hier bekommt. Aber wie gesagt, ist ja die letzte Runde und deswegen erwarte ich da nicht so viel. Vor allem nicht, wenn man an, die Wand an der Wand hängen bleibt. Ja, okay, er hat sie interessanterweise so gegriffen. Okay, er hat sie fallen lassen. Aber er hat sie interessanterweise so gegriffen, dass sie noch fest war. Und erst nachdem er sie gegriffen hat, hat sie sich gelockert. Aber auch mal interessant zu sehen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er sie festgehalten hätte, weil dann hätte er die vermutlich noch mit runtergeworfen. Und dann könnte man theoretisch den Kran hier eigentlich auch in zwei Runden komplettieren, aber ja, es hat einen Grund, warum ich diese Kräne noch nicht komplett habe, weil halt die nicht so ganz gut festgehalten werden können, vor allem, weil er hier schon vorher gestoppt hat. Er hätte ein bisschen tiefer gehen müssen. Aber wie gesagt, dadurch, dass halt die Marke noch fest war, hat sie trotzdem an sich gegriffen, gell? Aber gut, dann gehen wir mal in die Sammlung und gucken uns unsere Mega-Pokémon an. So, und da haben wir sie alle, wenn der Autofokus funktioniert. Na komm. Ja, da haben wir sie, sehr schön. Vor allem, wie gesagt, man hätte sich überlegen müssen, hätte ich heute nur drei Runden gehabt, hätte ich Glurak und Bisasflor heute nicht bekommen, weil Glurak natürlich abgeprallt ist. Aber ja, das ist immer das Schöne, wenn man dann halt doch mal wieder vier Runden bekommt, wo es sich dann auch lohnt, gell, sag ich mal. Und ja, es wird wohl die Tage dann vielleicht noch so sein, dass ich irgendwo noch den roten Bonus bekomme, wo ich drauf hoffen muss, dass es bei einem Kram passiert, bei dem ich ihn auch brauche, gell. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also bei mir war das natürlich ein Desaster. Bombenkran, typisch. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.